Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück. Heute nehme ich euch auf eine Reise mit. In dieser Reise geht es um Copyright, um geklaute Ideen, um chinesische Firmen. Tencent, kennt ihr alle, Anteilseigner bei Activision, bei Call of Duty, bei so vielen Firmen auf der ganzen Welt. Und um das ganze Drama, was da gerade los ist zwischen Escape from Tarkov und Arena Breakout, dem... Aktuell größten Competitor, bei dem es hauptsächlich darum geht, dass Nikita, der CEO von Battlestate Games, die Escape from Tarkov entwickelt haben, sagt, alles das, was wir seit Jahren machen, haben die bei Arena Breakout 1 zu 1 von uns kopiert. Und diese Kopiervorwürfe sind nicht ganz haltlos. Es gibt aber auch einen kleinen Haken, den er dabei nicht erwähnt. Das ist deswegen für alle Gamer so interessant, denn Tencent hat seine Finger, die ja Arena Breakout Release haben überall drinne. Und ein gutes Beispiel, das einem zeigt, dass diese chinesischen Firmen vor sowas wie Copyright überhaupt gar keine Rücksicht nehmen ist, äh, das beste Beispiel vor ein paar Jahren Apex Mobile. Apex Mobile wurde von EA irgendwann eingestapft, weil das Game einfach wahrscheinlich nicht die Zahlen irgendwie hervorgerufen hat, die man sich gewünscht hat. Keine drei Wochen später ist auf dem asiatischen Markt von Tencent eine 1 zu 1 Kopie mit den original gleichen Quelldateien, mit den gleichen Charakteren, mit den gleichen Voice Lines, 1 zu 1 kopiert auf dem asiatischen Markt erschienen. Und das, was da erschienen ist, war 1 zu 1 Apex Mobile, was EA eingestampft hat. EA hat dem nicht zugestimmt. Und hier kommt das große Problem bei solchen chinesischen Firmen, die sich sowas rausnehmen. Es ist in der heutigen Zeit so gut wie unmöglich als europäisch ansässiges Unternehmen in China, die sind sowas von außerhalb unserer Welt solche Rechte, die man auf Copyright hat, auf geistiges Eigentum und solche Sachen durchzusetzen und Bethesda Games, Escape from Tarkov Entwickler sitzt ja mit dem Hauptsitz offiziell in London, gehört also, obwohl London ja nicht mehr zur EU gehört, aber noch zu Europa, es wird also europäisches Recht sein. Als Firma, die also im Vereinigten Königreich sitzt oder in Deutschland oder in Frankreich, werdet ihr keine Handhabe bekommen für Firmen, die in China sitzen. Nur als Übersicht, wie groß Tencent eigentlich als Unternehmen ist, würde ich euch das hier empfehlen. Zu Tencent gehört äh, der Super-App WeChat. Das ist nichts anderes als WhatsApp, was wir in Europa und auch in den USA nutzen für den asiatischen Bereich. Gehört den komplett. Den gehört der kurz nach die zwei Boot. Das ist sowas wie Twitter in Asien. Die Chat-App QQ, das Finanzprodukt WeBank, den Filmvertrieb Tencent Pictures, diverse Spielestudios dahinter, PUBG, Honor of Kings und anderes. Tencent gehört zu 10% bei Activision mit rein. Die haben auf der ganzen Welt als riesiger Player ihre Hände im Spiel. Und wenn man das mal vergleicht, wie streng wir Europäer mit Copyright-Sachen umgehen müssen, wenn ich ein Video hochlade, dieses Video, und ich spiele in diesem, keine Ahnung, wie lange es nachher geht, 18, 12 Minuten Video, auch nur 6 Sekunden Ausschnitt aus einem Film oder einem Song, wird dieses automatisch durch die YouTube-Software äh, geclaimed und alles, was ich mit diesem Video an Geld durch eure Aufrufe verdienen würde, würde eins zu eins, 100%, ich würde nichts abbekommen, komplett an den Rechteinhaber dieses Songs gehen, dieser Bilder oder sonst was. So streng ist es in Europa bemessen. Das heißt, ich kann acht Stunden an diesem Video sitzen, vor Recherche, Aufnahme, Cutten, neue Aufnahme, Schneiden, Hochladen, sonst was... Ich kann sechs Sekunden äh, Rhythmus, Takt, Song, sonstiges von einem Song nehmen, den ihr kennt, von Pink oder von Tokyo Hotel oder was weiß ich was. Und diese sechs Sekunden reichen aus, dass man sagt, ich habe geistiges Eigentum äh, unrechtmäßig genutzt. Normalerweise kriegt man heutzutage auf YouTube keinen Copyright Strike mehr, wie das früher mal war. Aber äh, die gesamten Einnahmen, die dieses Video für einen wie mich generieren würde, würde sofort äh, zu dem Rechteinhaber gehen. Das ganze Drama bei Escape vom Tarkov ist ja jetzt mit der Unheard Edition und Pay to Win und aus diesem Ganzen wurde jetzt langsam eben das äh, Unternehmen. Und Entwickler wie bei Greyzone Warfare und Arena Breakout gesagt haben, jetzt gerade ist Aufruhr beim Big Player, bei Tarkov. Die Spieler wenden sich da gerade so ein bisschen ab, gucken nach Alternativen, wollen es aktuell nicht anfassen. Da gibt es doch die Möglichkeit, dass wir unser Game releasen. Arena Breakout ist eigentlich ein Mobile-Game und auch wie ein Mobile-Game sieht es meiner Meinung nach aus. Mich interessiert es nicht so sehr, nicht mal so sehr, wenn Copyright vorwürfen, sondern es sieht für mich aus wie ein schlechteres Tarkov. Und von diesem Mobile-Plattform, wo sie gute Umsätze machen, haben sie gesagt, wir wollen einen Arena-Shooter oder Extraction-Looter-Shooter auch auf äh, dem PC bekommen. Also kam Arena Breakout raus. Unter anderem ist in diesen Game-Files hier aber gefunden worden, was von Arena Breakout ist. Diese Zeilen, die Nikita äh, von Battlestate Games auch so veröffentlicht hat. Diese Namen hier sind Codenamen, die 1 zu 1 mit den Bossen von Escape from Tarkov übereinstimmen. Unter anderem Gluha. Gluha ist 1 zu 1 der Name eines der Bosse von Escape from Tarkov. Jetzt könnte man sagen, komm, wir reden hier doch wirklich jetzt irgendwie von einem Boss, vielleicht von einem Namen von Kleinigkeiten. Wenn man das glaubt, braucht man bei Nikita nur ein bisschen auf die Seite gehen und die gesamte Community kümmert sich mittlerweile darum. Diese Waffenassets, die wir hier sehen, sind in Grau die neuen von Arena Breakout und Gelb von Escape from Tarkov. Wenn ihr euch das anguckt, Leute, wir brauchen ja nicht mal darüber reden, dass man sagen kann, es hat Ähnlichkeit. Die gesamten Waffenmodelle mit ganz wenigen Ausnahmen bei Arena Breakout sind 1 zu 1 kopiert aus Escape from Tarkov. 1 zu 1, ohne Änderung. Hier ist nichts dran geändert worden. Diese Daten haben sie in ihr Game reingenommen, haben es in das Game reingeschoben und das Game released und machen Geld damit. All diese Assets sieht man bei Nikita hier aktuell eben im großen Maßstab. Hier sieht man dann auch nochmal einen Vergleich. Bei den ganzen Sachen, die Nikita eben angesprochen hat, die kopiert worden sind, die geraubt worden sind, geistiges Eigentum und und und. Hier sieht man auch wieder Ähnlichkeiten bzw. absolut keine Veränderungen. Jetzt kommt aber das große Aber, was man, wenn man sich ein Bild machen möchte, dazu wissen muss. Es gibt mehrere Hinweise mittlerweile darauf, dass die Entwickler von Escape from Tarkov vor langer, langer Zeit mit den Entwicklern von Arena Breakout gemeinsam an dem Projekt Arena Breakout für den PC zusammengearbeitet haben, was in erster Linie komisch klingt, warum sollte man jemanden, der sein Konkurrent sein kann, stärken in dem Fall. Andere große Firmen machen das aber in den Supermärkten, wo du und ich oder ihr und wir einkaufen gehen, auch. Wenn ihr euch kelloggs nehmt, die Frühstücksriegel oder die Frühstückssmacks. kelloggs gibt es im Original. Das sind auf dem Markt, wenn ihr bei Rewe einkaufen geht, die teuersten. Wenn ihr aber im Regal nach oben, nach unten guckt, seht ihr oftmals die Hausmarke von Rewe oder von Edeka. Eine günstig Marke, noch eine andere teure Marke. Es gibt von den Ähnlichen Produkten verschiedene Marken. Das ist äh, Produktvielfalt. Wir als Konsumer haben die Möglichkeit, verschiedene Dinge uns auszuwählen. Habt ihr mal auf die Rückseite der Kartonagen geguckt? Sehr oft werdet ihr bei solchen Sachen sehen, dass äh, komischerweise in Bad Holstein, in Kiel, Schleswig-Holstein. Äh, Produktion der Kelloggs ist und dann guckt ihr bei dem günstigen Markenprodukt, was im Regal da untersteht. Und komischerweise wird genau das Produkt, was halt günstiger ist und aber ähnlich oder gleich schmeckt, ebenfalls in der gleichen Fabrik produziert. Und das ist ja schon Zufall. Ne? Wir reden ja von zwei verschiedenen Firmen. Warum produzieren die in derselben Firma? Es ist auf der sozialen Marktwirtschaft nicht unüblich, dass man von einem und demselben Produkt mehrere Produkte unter verschiedenen Namen und verschiedenen Aussehen rausbringt, weil man aufgrund von Sympathie, Antipathie, Kaufverhalten, nie in der Lage ist, 100% Käufer für sein Produkt zu finden. Stellt man aber dasselbe Produkt zwei, drei oder viermal auf dem Markt aus, verdrängt man kleinere Produktanbieter von der Seite und platziert seine günstig und teuer Preisprodukte gleichzeitig. Das bedeutet, ein Kunde kauft mein Produkt, entweder ist teuer oder ist günstig, in beiden Fällen mache ich Geld, kein anderer der Konkurrenten bekommt es. Und genau das ist das, was in der Community aktuell so ein bisschen rumgeht, dass man sagt, wir glauben und das glaube ich auch ein bisschen, dass Nikita und Badsted Games schon vor langer Zeit überlegt haben, ob sie sich bei Arena Breakout nicht so ein bisschen mit einmischen sollten, weil wie auch immer der Deal aussehen würde, so und so viele Copies werden verkauft, so und so viele Games werden verkauft, Lizenzen werden verkauft, so und so viel Einnahmen generiert Arena Breakout. Selbst wenn die Leute keinen Tag spielen und dann Arena Breakout profitieren wir wenigstens davon. Und ich glaube, das ist jetzt viel Theorie auch. Es gibt hier keine Beweise. Der eine sagt, es ist geklaut, der andere sagt, es ist nicht. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass da ein bisschen was dran ist. Denn es gibt mehrere Berichte, wonach Nikita aktiv auch am Mobile Game mit seinem Entwicklerteam und Based State Games früher mitgearbeitet hat. Ist auch ganz witzig, wenn man überlegt, dass Tencent natürlich auch, so wie mit Apex Mobile, eigentlich gar nicht so weit weg ist, solche Dinge zu machen, ob es ihnen gefällt oder ob es einem gefällt oder nicht. Chinesische, asiatische Unternehmen. Haben hier in Europa für uns keine Handhabe. Diese Unternehmen machen dort, was sie wollen. Die chinesische Regierung macht, was sie will. Chinesische Firmen machen, was sie wollen. Jetzt zum Beispiel die Sperre, die wir seit Monaten haben für Huawei, ist schon eine sehr außergewöhnliche Art und Weise, wie aus den USA und Europa Sanktionen in China ausgeführt werden. Macht es dem chinesischen Markt etwas, dass wir hier keine Huawei mit Android mehr bekommen? Gar nicht, es interessiert sie nicht. Lasst mich eure Meinung wissen, Leute. Findet ihr es in Ordnung, wenn solche Firmen so ein Eigentum kopieren und kleinsterweise ändern und damit Geld verdienen? Oder seid ihr der Meinung, sowas darf man nicht unterstützen? Schreibt einen Kommentar, würde mich freuen. Macht euch einen schönen Abend. Bis morgen.